Was machen Sie denn hier? Ich habe auf Sie gewartet. Auf mich? Ja. Ich wollte mit Ihnen sprechen. Sag ihr, ich bin nicht da. Oder nein, sag ihr, ich wohne gar nicht hier. Und du kennst mich gar nicht. Erzähl ihr von mir aus, was du willst, aber schick sie weg. Hast du ihn gern? Tja, manchmal ja und manchmal auch wieder nicht. Wollen Sie mir mal erklären, was das für einen Sinn haben soll, diese Verbindung zwischen Ihnen und einem 16-jährigen Jungen? Vielleicht Freundschaft? Ja, er ist ein guter Freund von mir. Wieso? Ist das verboten? Also, liebes Kind, das können Sie mir nicht weismachen. Lass ihn doch! Du sollst ihn zufrieden lassen! Hör auf damit! Das ist gemein! So eine Gemeinheit. Auf sowas falle ich rein. So ein gemeiner Kerl. So ein Schuft. Als ob ich der letzte Dreck für ihn wäre. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass du mich brauchst. Ein Wort von dir genügt. Und sofort würde ich kommen. Ich möchte alles für dich tun, was du von mir verlangst. Du bist die Einzige, die mich braucht. Vielleicht stimmt das alles gar nicht. Vielleicht rede ich mir das alles nur ein. Aber trotzdem. Sie dürfen nicht glauben, dass das nur inszeniert ist, um sie loszuwerden. Davon kann keine Rede sein. Lorenzos Bruder hat sehr gewissenlos an Ihnen gehandelt. Das ist nicht zu bestreiten. Aber glauben Sie mir, er wird dafür bezahlen müssen. Ja, natürlich.